Da sind wir wieder zurück bei Bomberman und wir sehen in der Mitte ungefähr dieses lilane Feld, da ist irgendwie einer gerade noch Rinny beamt. Wir müssen 4 Schalter betätigen, das heißt, ich vermute mal, dass die Gegner hier unendlich nachspawnen. Vielleicht können wir aber auch das hier zerstören. Es geht nicht. Okay, die Goodies können wir auch zerstören. Das ist doof. Ne, das nenne ich mal Pech. Juhu, das war knapp. So, noch ein Schalter. Keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich oben rechts irgendwo. Ja. Achso, ich muss das Feld da unter platt machen. Nein, nein, nein! Ah! Oh. Ich bin richtig gut in diesem Level, muss ich sagen. 6 Leben nur noch. Irgendwas haben wir jetzt Negatives, glaube ich, eingesammelt. Jetzt müssen wir jetzt zum Anfang der Welt. Ich glaube, da war oben ist jetzt wieder sowas, so ein Gebilde. Wir versuchen das mal zu zerstören. 17 Feinde haben wir jetzt. Bin mal gespannt, wie viel Level es pro Welt gibt. Das war knapp, hätten wir uns bald noch selbst weggebombt. Kann sein, dass die Bomben auslösen, wenn sie draufspringen. Scheiße, bin ich doof, Alter. Oh Mann, ey. Wie kriegen wir eigentlich Leben? Kommt der runter? Nee. Genau, das Gebilde werde ich mal runter bashen. Ah, okay, das sind einfach nur Spielsteine. Für Spielfeld. Ich darf nicht immer stehen bleiben, ey. Na, das war durch Scheiße gelegt. So, noch einer. Oh, schon wieder so beschissen Licht.
Ich würde mal fast vermuten, so 10 Level pro Welt. Und am Ende kommt wahrscheinlich so ein feindlicher Bomberman. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt eingesammelt haben. Die armen kleinen Kartoffelsäcke oder was immer das sind. Die sind eigentlich süß, die will ich gar nicht töten. Ich muss auf jeden Fall hier runter. Oha, das war knapp, hätten wir uns bald wieder selbst in die Luft gesprengt. Ach so, das ist ja wieder unten. Stimmt. Manchmal sehe ich, dass die Darstellung nicht so ganz so von den Höhenunterschieden. Intruders, I'm impressed that you managed to make it this far, but you'll wish you never did. Before arriving here, you'll have to make your way past the multitude of mazes that I placed in waiting for you. The swarms of security robots, the thousands of traps. What's this place? What do you think you're doing? That's not the entrance! What about all my mazes? What about all my traps? Hey, that little guy's mad about something. Don't call me little! I am Magnet Bomber, one of the 5 dastardly bombers, and a commanding officer of this base! Huh? But you're just a kid. I'm not a kid! Think you can make a fool out of me, huh? Now you've made me mad. Just you watch. I don't care how much you beg and cry. I'm going to crush you into little pieces. Okay, schon der Bosskampf. So viel zu meiner Theorie. Magnetbomber verwendet Magnetbomben, die sich Bombermann mit Hilfe von Magnetkraft nähern. Stelle dich nicht in eine Reihe mit Magnetbomben. Auf jeden Fall scheint er ziemlich schnell zu sein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir ihn nur einmal treffen müssen. Schade, ich dachte, er bleibt jetzt stehen. Tschüss.
Was? Der vom Boss gesteuerte Roboter dem vom Boss gesteuerte Roboter fügst du Schaden zu, indem du seine Schwachstellen attackierst. Finde heraus, wo seine Schwachstelle ist. Wahrscheinlich das Ding hier. Oh. Guck mal, die Beine sind schon leicht kaputt. Wo ist mein Bomb jetzt hin? Oh, das ist so blöd, dass ich nur das Berühren brauche so leicht und schon... Mist. Na. Ich denke mal, ich muss jetzt noch das linke Bein da treffen. Trophäe erhalten, Planet Technopolis gemeistert. 2 Sterne haben wir bekommen. Leben 3 haben wir übrig gehabt wahrscheinlich, deswegen 20. Ach, dafür kriegen wir Kohle oder was? So, dann haben wir Objekte eingesammelt. 15. Und von unteren nochmal 3 oder was? Okay. That's what they get for making Aqua mad. Oh, Aqua's scarier than anyone when she's angry. Huh? Okay, da würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns Planet Timbertree an. Spitze bedanke mich. Bis dann.